habe einmal darüber nachgedacht, was ist wirklich das größte Vorrecht in diesem Leben? Was ist das Beste, das Edelste, das Genialste, was man in diesem Leben erleben kann, empfangen kann, erreichen kann? Und ich meine damit nicht Geld, Macht, Reichtum, Ansehen und solche Dinge, sondern ganz ehrlich, was ist wirklich das Beste, was jeder von uns in diesem Leben erreichen kann? Und ich bin auf eine geniale Bibelstelle gestoßen im Kolosserbrief. Da heißt es in Kolosser 1, das Geheimnis, das von Weltzeiten an und von den Geschlechtern her verborgen war. Das heißt, von Urzeiten an gab es ein Geheimnis, was Gott vorbereitet hatte, was verborgen war. Und das ist jetzt, nämlich als Paulus den Kolosserbrief geschrieben hat, jetzt ist es den Heiligen, den Christen, den Nachfolgern Jesu offenbart worden. Nämlich, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Also bei diesem Geheimnis geht es um Reichtum und Herrlichkeit. Und das Geheimnis, von dem er spricht, ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und weißt du, was das Genialste ist, was du in diesem Leben empfangen kannst? Den Heiligen Geist. Du musst dir einmal vorstellen, was das für ein unglaubliches Vorrecht ist. Gottes Geist, der Geist des allmächtigen, ewigen, heiligen Gottes, kommt in uns, um in uns Wohnung zu nehmen. Das war wirklich ein Geheimnis. Das war unvorstellbar für die Menschen damals, dass Gott das tut, dass er seinen Geist gibt, damit er in den Christen dauerhaft Wohnung nimmt, sie leitet, sie führt. Deshalb spricht Paulus hier von dem Geheimnis unter den Nationen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist ein unvorstellbares Vorrecht, den Heiligen Geist haben zu dürfen. Es ist ein unvorstellbares Vorrecht, ein Tempel des Heiligen Geistes sein zu dürfen, was jeder wiedergeborene Christ ist. Hast du darüber mal nachgedacht, was für ein unvorstellbares Geschenk der Heilige Geist ist? Wir machen uns so viele Gedanken um unseren Körper, unseres Gefäß, wo der Geist drin ist. Aber wie ein Prediger mal sehr schön gesagt hat, es geht nicht um den Tontopf, es geht um den Schatz darin. Es geht um den Schatz darin. Und dieser Schatz, dieser Heilige Geist soll aus dir herausfließen, wie Jesus selbst gesagt hat. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er vom Heiligen Geist. Und wenn du jemand bist, in dem der Heilige Geist wohnt, dann sollen Ströme lebendigen Wassers von dir ausfließen. Und wenn du jemand bist, in dem Christus Raum genommen hat durch seinen Geist, dann können Ströme lebendigen Wassers von dir ausfließen. Viele Christen wünschen sich, dass Jesus doch da wäre und dass er sie leitet und führt. Aber weißt du, was Jesus gesagt hat? Jesus hat gesagt, ich sende euch den Heiligen Geist und es ist besser, dass der Heilige Geist da ist, weil er in euch ist, weil er euch leitet, weil er euch führt, als wenn ich selber da wäre. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du alles, was Gott dir überhaupt nur geben kann und geben will, um ein siegreiches, gutes Leben auf dieser Erde führen zu können, zu seiner Ehre und damit sein Reich gebaut wird. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für ein Vorrecht, was für ein Vorrecht. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.